So, hallihallo Freunde, willkommen zu Let's Play Don't Starve. Diesmal mit Willow. Mal gucken, wie lange und wie gut wir überleben werden. Ich hoffe, sehr lange und sehr gut. Das wäre so mein Plan, mein persönlicher. Wie man sieht, ich spiele mit Mods. Weil, ja, ich finde es einfach wahnsinnig praktisch, mit ihnen zu spielen. Weil, wegen, ja, es vereinfacht das Spiel einfach unglaublich. Nicht im Sinne von Überleben, das ist natürlich immer noch genauso kompliziert, wenn man nicht weiß, wie es geht. Aber ja, man kann halt so das eine oder andere mehr tun. Oder auch nicht. Nee, prinzipiell spiele ich nur mit Mods, weil es doch wirklich alles sehr erleichtert. Klar, man könnte normal spielen, aber dann rennt man halt 50.000 Mal durch die Gegend oder sonst was und das finde ich persönlich ein bisschen blöd. Drum machen wir das einfach so und dann haben wir alle unseren Spaß dran. So, muss jetzt gucken. Ich möchte meine Zeit immer nicht zu sehr überschreiten. Parts in Länge von 15 Minuten, denke ich, sind genug. Länger möchte ich euch das pro Tag eigentlich auch nicht antun, um ehrlich zu sein. Länger möchte ich es mir ehrlich gesagt auch pro Tag nicht antun. Ja. Es ist halt doch schon so ein bisschen anstrengend, sage ich mal. Geh weg, meins. Nom nom. Lustigerweise, ich musste gerade ein anderes Spiel, mich in einem anderen Spiel qualvoll umbringen, damit ich meine Punkte zusammenkriege. Was ist das eigentlich? Oho, neues Stamm-Item scheinbar. Vielleicht hat es mir deswegen meine ganzen Dinger zerlegt, ich weiß es nicht. Kann ich damit machen? Kann ich damit Sachen anzünden? vermutlich. Ja. Welche Welteigenschaften habe ich drin? Ich habe drin, dass ich ein paar mehr von diesen Touchstones kriege. Ein langer Tag, weil ja in der Nacht kann man jetzt nicht so extrem viel machen. Denke ich für ein Let's Play eher doof. Also man kann schon mit einer Fackel rumrennen und hasse nicht gesehen, aber das wird nicht so spannend, wie ich finde. Gerade mit Willow nicht, weil die halt doch ziemlich viel, keine Ahnung. Da ist eigentlich jetzt nicht so viel dabei, dass man, keine Ahnung. Was macht das Teil? Geht es irgendwann aus? Kaputt? Kann ich mit dir reden? Nein, kann ich nicht. Okay, geh weg. Ich mag dich nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das Teil macht. Ich habe auch jetzt die Beschreibung nicht durchgelesen, weil ich nicht wusste, dass die an den Charakteren selbst was verändert haben. Muss ich zu meiner Verteidigung nämlich sagen. Ich habe lange, lange nicht mehr gespielt. Deswegen, ja, ab und zu kleine Überforderung, aber halb so wild kriege ich hin. Das sollte jetzt kein Problem sein. Funk, funk, funk. Ja, wurde meine Axt. Axtbäume fällen, die ersten paar, ja, Sachen sind jetzt relativ uninteressant. Leider Gottes muss ich das sagen, weil es geht jetzt im Prinzip erstmal darum, ich muss ein paar Sachen finden. Ich muss mir ein Häuschen aufbauen und es ist ein Häuschen, ein Lager aufbauen. Und ja, das war es dann auch schon fürs Erste. Sprich, bevor wir wirklich richtig anfangen können zu spielen, müssen wir erstmal locker, ja, 2-3 Parts vermutlich ziemlich viel sammeln einfach. Vor allem ich, da ich immer ganz gerne vorbereitet bin. Das heißt, wir sammeln jetzt einfach mal 20 von den Holzdingern ein, dann haben wir ein bisschen was. Wir sammeln, ja, Essen haben wir hier eigentlich genug. Sollte uns paar Tage über Wasser halten, was wir hier haben. Ich muss es nur ein bisschen sortieren, weil ich, ja, ich habe da so ein System und wenn das System nicht stimmt, dann werde ich richtig bösartig. So, jetzt. Jo. Lassen wir uns auch gleich einsammeln. Hier schön, lecker. Büffelkacke. Ist wichtig, muss ich leider dazu sagen, ist sehr wichtig, dass wir das Zeug einsammeln. Ah, Häschen. Nein, dich brauche ich gerade noch nicht. Nach oben, nach unten, links oder rechts. Wir springen einfach mal durchs Wurmloch.
Man, wir haben hier eine super Grasfläche, wir haben auch genug Gras schon eingesammelt. Also es ist nicht viel Gras, wenn man es hochrechnet, aber ist da irgendwas? Ja, Gras. Ich soll das eigentlich nur das Häufchen aufsammeln, aber es ist in Ordnung. Das stört mich jetzt eh weniger. Ja. Töp, töp, töp. Lauf, lauf, lauf. Und wo ist ich wohl noch da direkt vor? Und ich spring hier ein. Mag die Minimap übrigens. Das finde ich ist ein sehr gutes Tool. Ah. Me no likey. Das ist. Die sind böse. Ja, mal zeigen. Bienchen. Nicht so schön. Da müsste ich irgendwie. Juhu, wir haben ein Ding gefunden. Abgesehen davon, dass das Ding überhaupt nicht weiterhilft, aber. Hey, wir haben es gefunden. Ja. We found the thing. Ich möchte gerne eine Sinkhole beziehungsweise ein Steinfeld finden, wo ich mir vor allem ein bisschen Gold holen kann. Denn Gold ist wichtig für so ziemlich alles, was man hier drin tun und lassen möchte und kann. Aber ich könnte eigentlich... Ah, es funktioniert immer noch sehr gut. Kleiner Tipp. Kurz anzünden. Ja, warten, bis es brennt. Anzünden und dann abhacken. Spart euch wahnsinnig viel Axt. Ich weiß nicht, warum ich das nicht vorhin schon die ganze Zeit gemacht habe. Vermutlich einfach nur, weil ich nicht daran gedacht habe, dass es funktioniert. Pardon, moi. Ich bin auch nicht perfekt. Unfehlbar schon gar nicht. Schmetterlinge, so viele Schmetterlinge. Ah, kill him. Kill it! It's you or me. Ja, nicht. Du bist zu langsam. Ja, und dann sammeln wir noch schön Karottchen ein. Die Nacht kommt. Als ob dich das jucken würde, dass die Nacht kommt. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht inwiefern. Sie hat ja ursprünglich mal einfach so Feuer gelegt. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch tut. Oder ob ich dafür jetzt eben das Feuerzeug mit mir rumschleifen muss. Das weiß ich nicht. Na? Na? Weißt du? Was kommt selbst? Okay. Also ab sofort Feuerzeug mit rumschleifen. Man sieht nichts, aber okay. Es reicht halt im Prinzip, um. Ja. Um nachts nicht gefressen zu werden. Und das ist ja vollkommen in Ordnung, wie ich finde. So, komm. Tag, bitte, Tag. Danke. So, Puffy West. Oh, Bier her. Das ist wichtig, das ist importante. Ja, das Zeug, es schadet nicht, das mitzunehmen. Ich mach das mal so, weil ich habe nämlich fast Angst, dass das Feuerzeug irgendwann ausgeht. Was ich eigentlich bezweifle, eigentlich kann es nicht ausgehen. So rein theoretisch. Praktisch gesehen weiß man natürlich nie. Aber theoretisch kann es nicht ausgehen. Mach ich lieber den Pfeil daran. Kann ich mir irgendwas abschießen dann unterwegs. Zwischendurch. Für einen kleinen Hunger zwischendurch. So. Okay. Ich sag's ja, das Sammeln am Anfang ist einfach sehr langwierig. Aber es gehört nun mal mit dazu. Wir haben es ja fast geschafft. Also fast. Nicht fast, aber ganz fast. Hm. Halleluja. Ja, Büffelchen, ich tue dir schon nichts. Keine Panik. Ja. Pjong. 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 Ich muss hier zur Biene. Der Minimap da oben sieht man halt gar nichts. Okay, das ist da unten. Das heißt, theoretisch, wenn ich oben rumlaufe, müsste ich darunter kommen. Ja, denke ich. Ich weiß es nicht. Ich bin so ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Ja. Okay. Das heißt jetzt erstmal, jetzt haben wir genug gesammelt eigentlich. Das sollte fürs Erste, Tonung auf fürs Erste reichen. Jetzt laufen wir dann erstmal rum und suchen ein paar Sachen. Wie gesagt, vor allem wir brauchen Gold.
Gold und Futter. Also Essen werde ich alles einsammeln, was ich so sehr außer Karotten. Weil eigentlich habe ich wenn ich da wieder hinkomme, dann könnte ich die eigentlich brauchen, egal. Nehmen wir die noch mit. Versuchen mal alles auf 10 oder so hochzukriegen und dann. Ja, super. Die liegen einfach so toll da. Es tut mir leid. Der erste Part ist ein Sammelpart. Catch the fire. So. Ich möchte die Dinger hier noch auf 40 hochkriegen und dann. Ja, mein Gott. Verurteilt mich nicht. Ich bin eben gerne vorbereitet. So, mehr kann ich davon eh nicht mehr tragen. Blümchen. Blümchen sind auch wichtig. Ihr werdet fragen, wofür. Haha. Ja, man kann sie verbrennen. Man kann Asche draus machen. Nee. Also, ja, schon, aber. Ja. So. Wir laufen jetzt einfach mal. Bei. Nee, das müsste dann der Pfad darunter sein. Was ist das denn? Achso, ein Evil Flower. Böses Blume. Ganz böses Blume. Ah, okay, hier sind Gräber. Sind die da random zwischendrin oder was? Oder ist hier irgendwo ein Ding? Weiß es nicht. Bin ich überfragt, aber. Aber wir laufen jetzt einfach mal hier nach rechts weiter. Weiter, weiter ins Verderben. Ah, sehr gut. Ein Dorf. Ein Dorf, ein Village. Es trifft sich. Sehr gut. Ja, okay, die Karotten lassen wir stehen, aber die Beeren sammeln wir alle ein. Weil wegen Beeren wachsen nach. Ach Gott, ich habe vergessen, die Viecher auszuschalten. Ich hasse die Viecher wie die Pest, aber okay. Sie gehören halt auch mit dazu. Ja, ich weiß, du hast welche gesehen. Noch nicht mehr. Gott, verpiss dich, meins. Alles meine Beeren. Ich habe meine Ratten ran, der lebt hinten in der Ecke. Ah, hier scheint irgendwo Spinnen zu sein. Zumindest bilde ich mir ein, ich habe welche gehört. Mistviecher. Ich hasse diese Biester, die sind so schrecklich. Ja, snap, snap. Fertig. Alles collected, was wir collecten können. Ja, hier sind Spinnen, sehr gut. Das passt. Haben wir es drin? Ja. Ich kann auch oben auf der Minimap einfach schauen. Das wird so einfach. Ja, das sind auch noch welche, sehr gut. Gott. Also wenn man mir hier beim Spielen zuhört, dann denkt man sich schon, ja, ich habe einen Sockenschuss. Kann ich auch. Geh weg. Monsieur Spinne. Okay. Ein Green Mushroom. Oh. Das war eine schlechte Idee. Ja, Entschuldigung, ich starb gerade. Denkt euch nichts dabei. So, machen wir hier ein Feuerchen. 1, 2, 3. Nom, 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 nom. Ich koche das Zeug immer ganz gerne. Das sind, glaube ich, neue Soundeffekte auch dabei. Klingt zumindest so. Weil der Vorteil ist, wenn man das Zeug kocht, heilt es auch. Beziehungsweise füllt halt noch einen anderen Status mit auf. Und das finde ich persönlich immer ganz praktisch, ehrlich gesagt. Ja. Nom, nom. So. Ich würde sagen, wir sind satt. Allerdings muss man auch dazu sagen, gekochtes Essen verdirbt schneller. Deswegen muss man da auch mal so ein bisschen aufpassen. Aber, ja. Also, wir haben hier oben Bienenstöcke. Die sind für später noch ganz wichtig. Wir haben Bienenstöcke. Wir haben
Schweine gefunden. Die sind auch für später wichtig. Wir haben Spinnen. Auch wichtig für später. Ja. Wir sind auf einem guten Weg, das Spiel zu meistern. Ja, würde ich jetzt mal spontan so sagen. Wir haben ein paar Gräber, die könnten auch noch wichtig sein. Noch mehr Spinnen. Okay. Ihr seid zwar eigentlich auch wichtig, aber jetzt mir nicht so wichtig gerade, weil ihr seid ja ziemlich lästig, um ehrlich zu sein. Wir gucken uns hier um. Hier unten scheint jetzt nichts Größeres mehr zu sein. Das heißt, der Wald wird wahrscheinlich später von mir abgefackelt werden. Allein die Spinnenpopulation ein bisschen gering zu halten. Oh Gott, wie ich halt einfach überhaupt nichts sehe. Ja, gut. Aber, nachdem ich hier stehen und warten kann. Warte. Das war es dann schon wieder. Die Zeit ist um. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann guckt doch einfach mal einen Kanal, wo noch ein paar mehr Videos drin sind. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.